20, 30, 40, 47. Das ist alles? Ja. Dein Gewinn für die ganze Woche? Nicht der Gewinn, der Umsatz. Kein Wunder, dass sie dir den Strom abgestellt haben. Wahnsinn. Es heißt nicht Wahnsinn, es heißt guten Tag. Genau. Ich bin reich. Reich? Ich hab geerbt. Geerbt? Ja, ein Haus. Ein Haus? Hier in Münster? Ja, fast. Wie fast? In der Nähe, in Havigswinkel, 30 Kilometer von hier mit dem Auto. Eine knappe Viertelstunde. Zu weit. Ich muss in 10 Minuten in der Kanzlei sein. Aber wir können da jetzt hin. Naja, wenn's Strom hat. Und? Tja, ist ein Testament. Natürlich ist es ein Testament. Ich hab's ja vom Notar. Ein paar Hektar Ackerland gehören dir auch. Ja, aber da soll wohl nichts drauf wachsen können. Wer ist denn diese Margarete Schumacher? Tante Marga. Sie war eigentlich nicht meine richtige Tante, sondern Art Großtante. Aber als kleines Kind war ich jede Sommerferien bei ihr. Jede Sommerferien? Ja, es war halt so. Mein Italien war Havigswinkel. Ach du Scheiße. Naja, besser als Bielefeld. Das da? Ja. Aha. Habe ich mir irgendwie größer vorgestellt. Wie größer? Na, größer eben. Ja, war es in meiner Erinnerung auch, aber ich war ja damals auch noch kleiner. Vielleicht in die Zimmer. Los, komm. Ist offen. Ja, wieso? Ist es dein Haus oder meins? Schon länger niemand mehr. Naja, würde ich so nicht sagen. Was ist das denn? Naja, so wie es aussieht, eine Leiche. Hallo? Eine Nachbarin? Sie sah aus wie... Wie wer? Ja, nichts, vergiss es. Bisschen Schreck auf die Leute vom Land. Ecki. Das ist also das Wohnzimmer. Willst du nicht jetzt das Haus besichtigen? Wieso Haus? Ist doch jetzt ein Tatort. Also wenn du mich fragst, von innen wirkt es auch nicht viel größer. Findest du das nicht ein bisschen pietätlos? Da unten liegt eine Leiche und wir... Mensch, jetzt reg dich doch nicht gleich auf. Widder. Los, raus. Wir rufen jetzt sofort bei Anna an. Das ist mein Haus. Ich will eine anständige Ermittlung mit richtiger Polizei. Halt! Hände hoch! Was soll denn das? Keine Bewegung. Langsam zurück! Na, was denn jetzt? Keine Bewegung oder langsam zurück? Und keine blöden Sprüche, Klugscheißer. Zurück! Los! Mein Gott, da habe ich Hans. Warum habt ihr das getan? Wir haben gar nichts getan. Wir haben ihn bloß gefunden. Wer hat ihn umgebracht? Es gibt Zeugen.
Entschuldigung, würden Sie jetzt mal die Polizei holen? Du Pfeife, ich bin die Polizei. Ich meine die richtige Polizei. Einsteigen! Aber hier steht doch mein Wagen. Sie sind verhaftet. Aber er kann auch weg. Beide! Strom wird teurer. Na und? Sie gehen doch sowieso nur zum Schlafen nach Hause. Ich habe einen Radiowecker. Springer Mordkommission Münster? Ja. Wo? Okay, wir sind unterwegs. Ecke und Wilsberg verhaftet wegen Mordverdachts. Beide? Was für eine wundervolle Nachricht. Talkette. Eckhardt. Wie, ich kenne sie. Ach ja? Ist schon lange her, aber mein Gedächtnis funktioniert immer noch hervorragend. Das glaube ich nicht. Ich meine, dass Sie meinen Namen kennen. 1979 eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Sie hatten die Reifen eines Autos zerstochen. Das war ich nicht. Siehst du? Jetzt erinnert sich also doch. Ich war damals noch ein Kind. Ja, nur deshalb verlief das Verfahren ja auch leider im Sande. Das Verfahren verlief im Sande, weil in Wahrheit Ihr Sohn die Reifen zerstochen hatte. Mein Sohn, Oliver, so, so. Können wir uns jetzt vielleicht mal wieder auf die Gegenwart konzentrieren? Aber es war so, sein Sohn hat mich hinterher beschuldigt. Und das war nicht das einzige Mal. Die kaputte Schaufensterscheibe vom Metzgerladen, das war auch er. Mit den alten Geschichten. Aber es geht um die Wahrheit. Kollege Brandstätter? Ja? Anna Springer, Mordkommission Münster. Das ist mein Assistent. Overbeck, guten Tag. Sie haben ja einen sehr interessanten Fall, wie ich gehört habe. So ist es. Gewaltverbrechen sind in unserer Gegend ja auch ziemlich selten. Und deshalb war es richtig, uns zu informieren. Wir werden auch sofort mit den Ermittlungen beginnen. Oder vielleicht erst einmal eintreten. Wissen Sie, die Zeugin war sehr aufgebracht und sehr, sehr, sehr glaubwürdig. Zwei Männer neben einer Leiche. Was genau hat die Zeugin gesehen? Na, zwei Männer neben einer Leiche. Und ein Tatmotiv? Also, da ist mir jetzt gar nichts bekannt. Viel ist Ihnen ja nicht bekannt, Herr Kollege. Aber wir sind doch gerade erst am Anfang. Eben. Ja, die beiden können wir auf freien Fuß setzen. Wie? Die wollen Sie freilassen? Ihr haltet euch zu meiner Verfügung. Ich brauche eure Aussagen, ja? Also in meiner Nähe bleiben. So. Und die Zeugin, wer ist das denn? Eine Nachbarin, Frau Falkenberg. Ulla Falkenberg? Ja. Warum? Wir nannten sie alle nur die bekloppte Ulla. Und was war jetzt mit diesem Oliver? Sag ich doch, mieser Typ, aber der Sohn vom Dorfscheriff. Und damit praktisch unter Artenschutz. Sag mal, hattest du keine normalen Freunde? Du, das kann man sich in so einem Kaff nicht aussuchen. Ja. Und du hast mit denen gespielt? Die mit mir. Aber wir müssen jetzt dringend zu dieser Ulla und mit ihr reden. Warum? Was sie sonst überall rum erzählt, wir hätten den umgebracht. Wir? Du? Bitte, Leute, so kommen wir doch nicht weiter. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich finde, wir sollten uns erst einmal anhören, was Herr Brandstätter uns zu sagen hat. Ihr steckt doch beide unter einer Decke. Verarschen können wir uns selber. Wie ihr alle wisst, bin ich hier in diesem Ort geboren. Und ich wohne auch immer noch hier. Im Bonzenhaus. Ich bin einer von euch. Und deswegen liegt es mir auch besonders am Herzen, dass Havix Winkel die richtige Entscheidung trifft.
Natürlich kann die Biogasanlage von Hans Habich genug Strom produzieren, um das ganze Dorf damit zu versorgen. Und natürlich können die münsterländischen Kraftwerke, die MKW, diesen Strom in das Ortsnetz einspeisen. Aber dieses Netz gehört nun einmal der MKW und Habichs Winkel muss für diese Nutzung zahlen. Aber doch keine Wucherpreise! Was ist denn hier los? Hab ich. Komm, wir wollen zu Ulla. So schnell zieht die schon nicht weg. Ach, was? Die anwaltlichen Verschleppungen! Tag. Entschuldigung, das ist hier eine geschlossene Gesellschaft. Nur für die Einwohner von Habichswinkel. Wir sind Einwohner von Habichswinkel. Seit wann? Seit gestern. Ja, Sperlingsgasse 12, das Haus von Margarete Schumacher, das gehört jetzt mir. Unsinn, das Haus steht leer. Jetzt nicht mehr, ich habe es geerbt. Bist du etwa der... Talkötter, Ecki Talkötter. Talkötter? Genau. Wir kennen uns, Oliver. Ja, schon möglich. Ja, vielleicht sollte jetzt Rechtsanwalt Rahn. Ja, ich kann Sie alle vor überstürztem Handeln nur warnen. Sie alle übersehen die Risiken des eigenen Stromnetzes. Wenn die Biogasanlage ausfällt, sitzen Sie alle im Dunkeln. Tagelang. Vielleicht auch über Wochen. Wochenlang kein Fußball im Fernsehen. Wenn Sie aber die Versorgung der MKW überlassen, wird die MKW im Ort in alternative Energien investieren. Unsinn! Frag doch den Hans, Mensch! Genau! Wo ist der überhaupt? Der Hans Habich ist tot. Gut möglich, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Wir alle sollten jetzt seiner Witwe beistehen. Aber was ist passiert? Man hat ihn eben erst gefunden im Haus von Marga Schumacher. Kennst du ihn? Ja, von früher. Wir waren noch Kinder. So ein seltsamer Zufall. Verliert nicht die Nerven. Im Grunde genommen ist doch gar nichts passiert. Nichts passiert? Ein Mord? Ein Mord in unserem Dorf? Und noch dazu Habich? Ich glaube eher an einen Unfall. Ich meine, wer sollte denn ein Interesse daran haben, Habich umzubringen? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Warum schaust du mich so an? Du willst doch nicht im Ernst behaupten, dass ich... Ich glaube, Edwin wollte nur anmerken, dass jetzt die Polizei kommt. Dass Ermittlungen aufgenommen werden. Hast du das gemeint, Edwin? Ja. Und dass wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollten. Wir sind vorsichtig. Ich glaube, Oliver hat recht. Wenn wir alle so weitermachen wie bisher, wird auch kein Verdacht auf uns fallen. Siehst du, Edwin, kein Grund zur Panik. So, dann haben Sie den eigentlichen Sturz gar nicht gesehen. Nein. Und Sie haben auch nichts gehört? Ein Streit oder Kampfgeräusche? Nein. Und die beiden haben den Toten auch nicht angepackt? Also ihn geschüttelt oder gestoßen? Nein, aber die haben ihn umgebracht. Ja. Haben Sie ihn vielleicht etwas, also ein klein wenig geschubst? Habe ich nicht gesehen. Mist. Also ich meine natürlich vielen Dank. Einstweilen. Oh, prima, da seid ihr ja. Ich hatte doch gesagt, bleibt in der Nähe. Na, hier ist doch überall in der Nähe. Vielleicht sollte ich der Zeugin Glauben schenken. Welche Zeugin? Also,
Sind das die beiden Männer, die Sie hier im Haus überrascht haben? Ulla. Eckehard Thalkötter. Schön, dich wiederzusehen. Ja, ganz meinerseits. Also sind das die beiden? Ja. Ja, und was haben die genau gemacht? Sie knieten neben Hans, dem Toten. Weiter? Was, das reicht doch. Warum kniet man neben einem Toten? Weil man ihn umgebracht hat. Oh, Ulla, bitte, ja. Sie hatte schon immer eine blühende Fantasie. Seit 31 Jahren verfluche ich den Tag, an dem ich dich kennengelernt habe. Wir haben uns nicht kennengelernt. Wir haben als Kinder manchmal miteinander gespielt. Ja, manchmal. Manchmal in der Scheune. Weißt du noch? Spring, hast du gesagt. Spring! Und ich bin gesprungen, 3 Meter tief. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du wirklich springst. Mensch, Leute, das ist doch Kinderquatsch. Kinderquatsch? Das nennen Sie Kinderquatsch? Ulla war kein Feigling. Und das ist jetzt ihre Belohnung. Ist ja gut, Ulla. Dafür kriegst du jetzt auch deine Rente. Ja, toll. Ich habe keinen Beruf. Ich habe keinen Mann. Aber ich krieg ja meine Rente. Ulla! Jetzt warte doch mal. Was ist? Das mit deinem Bein, das habe ich nicht gewusst. Das ist nicht das Bein. Es ist der Fuß. Was ich damit sagen will, ist ja auch, dass es mir leid tut. Ich habe das nicht gewollt. Auch wenn wir damals noch Kinder waren. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Jetzt meinst du, ist alles wieder gut? Weil du Entschuldigung sagst. Nein, aber vielleicht ist es ja ein neuer Anfang. Neuer Anfang? Wofür? Naja, du wohnst doch immer noch hier. Wieso? Dann sind wir jetzt Nachbarn. Was? Ich hab doch das Haus geerbt. Welches Haus? Dieses Haus hier, das von Tante Marga. Das wagst du nicht, Eckehard Thalkötter. Was? Das ist mein Haus! Das hat Margarete mir versprochen. Auf dem Sterbebett hat sie es mir in die Hand versprochen. Aber ich habe das Testament. Ja, du hast vielleicht das Testament, aber du hast keinen Anspruch. Wo warst du denn die letzten 20 Jahre? Etwa hier bei deiner Tante? Wie? Aber ich war hier. Immer. Jeden Tag. Und ich habe sie gepflegt bis zum Schluss, bis sie nur noch da oben im Bett liegen konnte, Tag und Nacht. Ich wusste nicht, dass Tante Marga krank ist. Genau. Und deswegen wird dieses Haus dir nie gehören. Der Fluch wird über dich kommen. Was? Ja, wirst schon sehen. Erinnerst du dich, Schnick Schnick? Ja, das weiß ich noch. Das hat dir doch immer gefallen, oder? Kann sein. Ich will dir nichts Böses. Gegenteil, ich mein's gut mit dir. Also ich denke, die Aussage können wir vergessen. Die ist nicht belastbar, Herr Kollege. Wenn Sie es so sehen. Chef, lag im Briefkasten. Oliver Brandstätter, ist das Ihr Sohn? Ja, ist mein Sohn. Der ist jetzt Regionalmanager bei der MKW und verantwortungsvoller Posten. Der kannte also Hans Habig. Was für eine Frage. Jeder hier kennt. Wer meine Kante Hans Habig? War sozusagen Habigs Gegenspieler. Ach Quatsch, der Habig war... Der war sozusagen Olivers Verhandlungspartner. Verhandlungspartner? Wobei? Na,
Einige Leute hier im Dorf, die wollen eine eigene Stromversorgung. Völliger Kokolores, wenn Sie mich fragen. Aber der Habichans, der hat auf seinem Hof tatsächlich so eine Biogasanlage gebaut und mit der wollte er ganz Habichs Winkel versorgen. Was Ihrem Sohn ja kaum gefallen konnte. Was wollen Sie damit sagen? Naja, dass er durch Habichs Tod vielleicht ein Problem weniger hat. Du kannst echt vom Glück reden, dass deine Kommissarin neu ist, Klugscheißer. Wie siehst du denn aus? Ich muss mal an die frische Luft. Oder kommst du doch gerade her? Mensch, was ist denn los? Hast du dir den zweiten Fuß auch noch gebrochen? Mann, Georg, jetzt lass doch mal deine Scherze. Ich hab grad... Ihr Freund Thalkötter, der kennt ja ziemlich viele Leute hier im Dorf. Ja und? Ich will Ihnen nur sagen, Frau Springer hält Sie beide für unschuldig. Aber ich weiß, hier ist etwas mächtig faul. Oberfaul. Soll das eine Drohung sein? Ach, der Gedanke, dass ich Ullas Leben verpfuscht habe und sie dann noch 20 Jahre lang Tante Marga gepflegt hat und jetzt komme ich und nehme ihr einfach das Haus. Willst du das Erbe ablehnen? Ich weiß nicht. Ich muss nachdenken. Tu das. Sag mal, Georg, wo laufen wir eigentlich hin? Zum Hof von Hans Habich. Ja. Und wo ist der? Da vorne. Irgendwo. Oh, hier stinkt's. Ist normal. Natur stinkt meistens. Was ist da drin? Mais. Mais? Habich wollte aus Mais Strom machen? Wie geht das denn? Weiß ich auch nicht so genau. Aus dem Mais wird irgendeine Pampe, aus der Pampe wird Biogas und aus dem Biogas wird Strom. Und das funktioniert? Gibt's schon länger. Wird sogar staatlich subventioniert. Woher weißt denn du das alles? Weil's hier drin steht. Thalkötter? Herr Grabowski. Wo stecken Sie eigentlich? In Habichs Winkel. Habichs Winkel? Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Bei mir hier türmt sich die Arbeit. Und Sie? Es geht um eine Erbschaft. Erbschaft? Nein, keine Erbschaft. Erbschaftssteuer. Genau. Und Subventionsbetrug im großen Stil. Ich sag nur Biogas. Da bin ich. Ich bin da schon länger dran. Mit dem EEG. Das Erneuerbare Energiegesetz. Kennen Sie das denn gar nicht? Natürlich kenne ich das Erneuerbare, aber Details interessieren mich jetzt nicht. EEG? Verarscht er mich? Welch Idiot hat regulären Urlaub nehmen sollen? So wie ich zum Beispiel. Wie, hier soll ich Verdächtige suchen? Naja, wo wir schon mal da sind. Wir können doch da nicht einfach reingehen jetzt. Die Frau hat gerade ihren Mann verloren. Die trauernde Witwe. Das gibt's doch nicht. Meinst du, er hat uns gesehen? Nein. Tag, Kötter. Doch. Hey, na? Lang nicht gesehen. Dafür jetzt andauernd. Was soll der Quatsch? Spiel nächste mir nach? Ich? Wir sind dienstlich hier. Im Auftrag des Finanzministeriums. Kommen Sie, Herr Kollege. Ist er noch da? Ja. Wir können doch jetzt nicht einfach hier klingeln. Wieso nicht? Ist doch ganz einfach. Mann, Georg, was soll ich denn jetzt sagen? Na, das ergibt sich aus der Situation.
Talkötter, Finanzamt Münster, Steuerfahndung. Frau Habich? Ja. Wir hätten da ein paar kurze Fragen an Sie. Es tut mir leid, aber mein Mann ist letzte Nacht verstorben. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie ein andermal wiederkommen würden. Unser herzliches Beileid, aber wir sind extra aus Münster angereist. Dürfen wir trotzdem kurz eintreten, dauert auch nur einen Moment. Worum geht es denn? Ja, es geht um die Biogasanlage. Ja? Die vorsteuerliche Gewinnanmeldung unter Berücksichtigung der festgesetzten Subventionsrate. Es tut mir leid, aber um das Geschäftliche hat sich immer mein Mann gekümmert. Ich verstehe. Was haben Sie denn jetzt vor mit der ganzen Anlage? Ich weiß es nicht. Wollen Sie verkaufen an die MKW? Nein, auf gar keinen Fall. Das kann ich Hans nicht antun. Ich werde irgendwie versuchen, das hier in seinem Sinne weiterzuführen. Ja. Es hätte auch einen sehr erheblichen Einfluss auf die festgesetzten Subventionsraten. Sind Sie das? Was? Ach ja, irgendein Fest. Wir kommen alle aus dem Dorf hier. Ja, vielen Dank. Wir haben dann auch keine weiteren Fragen mehr. Nicht wahr, Herr Kollege? Danke. Danke, Alex. Dein Spielkamerad steht ziemlich weit oben in der Hierarchie. Regionalmanager. Kommt gleich hinter der Vorstandsebene. Dann sind unsere Ermittlungen hier ja so gut wie zu Ende. Wieso? Wie willst du an so jemanden rankommen? Vorstandsebene? So Typen sind doch unangreifbar. Ach, Quatsch. Die halten sich für unangreifbar. Und jetzt komm, wird dunkel, ich hab Hunger. Ich denke, wegen des Testaments hast du nicht zu befürchten, Mickey. Guten Abend. Entschuldigung, ist hier noch frei? Nein. Ist hier frei? Da ist reserviert. Mit dem hier. Da ist auch reserviert. Alex, hast du nicht reserviert? Doch. Also, bitte. Die werden uns Ärger machen, das spüre ich. Wie denn? Uns kann keiner was. Sagt Brandstätter auch immer. Traust du ihm nicht? Natürlich kann diese Ole das Testament anfechten. Aber dann liegt auch die ganze Beweislast bei ihm. Heute Morgen habe ich mich noch auf den Haus gefreut. Und jetzt? Jetzt reden wir nur über Leichen und Gerichte. Und die Leute hier hassen mich alle. Mach dir keine Sorgen, es wird schon wieder. Oder auch nicht. Irgendwoher kenne ich den. Den Anwalt vom Dorf? Ich komme gerade nur nicht drauf, woher. Ist auch egal. Wo ist denn dein Haus? Ja, muss man sich alles ein bisschen schöner vorstellen. Andere Tapeten, andere Farben. Anderes Haus. Was ist denn das? Ein Fleck. Ist das Blut? Wieso Blut? Weil hier die Leiche gelegen hat. Sieht schon ein bisschen aus wie Blut. Der Fleck war doch vorhin noch nicht da. Stimmt. Vielleicht ist es ja ein Fluch. Das ist kein Fluch, das ist ein Fleck. Nein, da muss noch mehr sein. Ein Omen. Quatsch. Das ist doch nicht normal. Natürlich ist das normal. Die Treppe ist morsch, wahrscheinlich das ganze Haus. Und hier willst du übernachten, ja? Ja. Bis ich wieder Strom habe. Thank you.
Vater? Was machst du denn hier? Ich wusste gar nicht. Was wusstest du nicht? Dass jemand hier ist. Wie bist du denn hier reingekommen? Ich hab Schlüssel. Woher? Ist doch egal, ich bringe dir das zurück. Ja, jetzt. Mitten in der Nacht. Ich bin halt kein Beamter. Mein Tag hört nicht um 17 Uhr auf. Ach stimmt, als Witwentröster hat man viel zu tun, nicht? Das Einzige, was du von Frauen verstehst, ist, dass du keine hast. Schlüssel. Immer noch nichts dazu gelernt. Talköter. Mensch, Ulla! Guten Abend. Wieso? Konnte nicht schlafen, da gehe ich manchmal allein durch die Nacht. Aha. Verstehe. Ach. Schnick, schnick. Immer wenn ich bei dir Schnick, Schnick gemacht hab, dann durftest du mich küssen. Und du hast mich jedes Mal geküsst. Schnick, Schnick. Und wenn du es bei mir gemacht hast, dann durfte ich dich küssen. Ja, so war das. Damals. Ist auch schon ein paar Jahre her, das alles. Tja, aber es ist immer noch unser Geheimnis. Klar. Dieses Haus kennt viele Geheimnisse. Ach ja? Düstere Geheimnisse. Welche denn? Pass auf dich auf, Ecki. Pass gut auf dich auf. Ich sage Ihnen, das ist alles kein Zufall. Was? Nach einem halben Jahrhundert taucht dieser Talköter wieder in dem Dorf auf. Und schon liegt er ein Toter. Und dann auch noch in seinem Haus. Mhm. Und welchen Zusammenhang wollen Sie da konstruieren? Dass Feindschaften aus der Kindheit ein ganzes Leben lang dauern. Ach ja? Es gab da mal zwei Mädels. Ich war ungefähr 7. Die mochten mich nicht. Und dann, 30 Jahre später, treffe ich die wieder und... Reden Sie doch weiter, Obermann. Was ich sagen will, ist nur, das Verhältnis Brandstätter-Talkötter, das könnte der Schlüssel zu allem sein. Overbeck, dafür fehlt uns jedweder Anhaltspunkt. Dann müssen wir eben einen finden. Was schlagen Sie denn vor? Einfache Observierung. Es wird niemand beschattet. Weder Brandstätter noch Talkötter. Und wenn ich es alleine mache? Overbeck, kann es sein, dass Sie sich da in etwas verrennen? Unsinn. Das ist doch... Der Bürgermeister. Lauchs. Edwin Lauchs. Der müsste doch was wissen. Es ist eine Vision. In 50 Jahren produziert jedes Dorf seinen eigenen Strom. In seinem eigenen Netz. Unabhängig von den Konzernen. Im Grunde brauchen wir die MKW gar nicht mehr. Theoretisch könnten wir schon morgen völlig unabhängig sein. Der Name Wilsberg, sagt er Ihnen was? Was? Wilsberg. Bauer Habich hat also eine Biogasanlage. Ja. Wollen Sie sie sehen? Ist gleich um die Ecke. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Biostrom. Umweltfreundlich, nachhaltig. Eine grüne Revolution. Diese Anlage hier kann ganz Habichs Winkel mit Strom versorgen. Sagen Sie mal, hatte Hans Habich Feinde? Nee. Das ganze Dorf hat das Projekt hier unterstützt. Mehr noch als die anderen. Wer sind denn die anderen? Na, die anderen Dörfer in der Gegend.
Ich baue hier ein Netzwerk auf. EFA. EFA. Energie für alle, so heißt es. Hier, ich helfe den Gemeinden beim Bau der Anlagen, bei den Verträgen. Ich möchte was schaffen, was von Dauer ist. Verstehen Sie? Etwas, was den Leuten wirklich hilft. Wem hilft Hans Habichs Tod? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich niemandem. Das ist ein großer Rückschlag für uns, wirklich. Und der Name Talkötter, sagt er Ihnen was? Wie? Talkötter. Nee, tut mir leid. Danke. Er lügt. Sagt wer? Mein Instinkt. Ach, der. Wenn Habich keine Feinde hatte, warum wurde er dann umgebracht? Und was hatte er in dieser Nacht ausgerechnet in Talkötters Haus zu suchen? Overbeck, ich habe das Gefühl, dass Sie sich in irgendetwas hinein... Brandstätter, Talkötter, Habich, das ist unser Dreieck. Sie vergessen Wilsberg. Wilsberg, genau. Aber wie passt der in unser Dreieck? Egal, ich muss noch etwas hierbleiben. Bitte? Warum denn? Na, Zeugen befragen aus der Nachbarschaft. Ob einer was in der Nacht gesehen hat. Dann muss ich mit dem Bus fahren. Ach, und Overbeck, Zeugenprotokolle, ja? Keine Dreieck. Das ist kein Acker, das ist Brachland. Noch nicht mal Brachland, nur Steine. Hier wächst gar nichts und das Saatgut vom Winde verweht, wie der Notar gesagt hat. Und als Bauland? Als Bauland, hier fehlt doch alles. Kanalisation, sämtliche Anschlüsse. Einen Bebauungsplan gibt's auch nicht. Auf jeden Fall ziemlich zugig hier. Ob Hans Habich trotzdem dafür sterben musste? Was wollte der überhaupt in deinem Haus mitten in der Nacht? Keine Ahnung. Vielleicht wen treffen. Schon möglich. Aber wen? Was ist denn das? Wem gehört denn das? Also nur das Wichtigste: Heizung, Fenster, Elektroinstallation und die neue Treppe, grob geschätzt 50.000. Ohne Mehrwertsteuer. Das Haus ist ein Geldgrab. Ich muss es so schnell wie möglich loswerden. Tut meine Bilder wieder zurück. Hallo, Ulla. Hast du mal eine Minute Zeit? Was? Wie bitte? Ich verzichte auf mein Erbe. Du bekommst es geschenkt. Hast es eher verdient als ich. Es gibt allerdings einen kleinen Haken bei der Sache. Das Haus ist völlig kaputt. Wie kaputt? Alles. Die Renovierung würde mich 50.000 Euro kosten. Ich könnte es abreißen lassen, wäre aber fast genauso teuer. Und wenn dann noch die Steuer... Gut. Sehr bekömmlich, mache ich jedes Jahr etliche Flaschen. Deine Tante hat jeden Tag ihr Gläschen getrunken. Gut, dann soll ich also die Schenkungsurkunde aufsetzen, ja? Ach, wozu sind wir denn Freunde? Die 50.000 haben Sie ja nicht wirklich abgeschreckt. Vielleicht hat sie ja was gespart. Oder im Haus gibt's einen geheimen Schatz. Ja, klar. Ein geheimer Schatz. Na, wieso denn nicht? Ach, und wo? Unter der morschen Treppe. Quatsch. Ecki? Ich glaub's ja nicht. Was ist denn? Das gibt's doch nicht. Mein alter Ritter. Ich hatte eine ganze Armee davon. Früher jedenfalls.
Wohnwagen? Ja, aber ist keiner drin. Beschatten die etwa auch Brandstätte? Hier wohnt er also, ja? Sagt das Telefonbuch. Warum hast du nicht so ein Haus geerbt? Manchmal kann ich immer noch nicht glauben, was du dir hier alles geschaffen hast, mein Junge. Und das alles aus eigener Kraft. Ich hatte ja auch eine gute Kinderstube. Scheiße. Was war denn das? Was? Anwalt vom Dorf. Was macht denn der bei Brandstätter? Jetzt weiß ich. Ich kenne den von der Uni. Das war der Assi vom Prof. Das hat er auch weitlich ausgenutzt. Wieso? Er hat Doktorarbeiten verkauft. 30.000 für einen Summa Cum Laude. Wieso hast du eigentlich keinen Doktortitel? Ja, weil ich keinen gekauft habe. Schön blöd. Macht doch heute jeder. Ich habe wenigstens mein Examen. Der war ein Jahr später weg von der Uni. Vielleicht war er zu teuer. Womit er wohl heute handelt? So, los geht's. Wichtige Papiere, lass die lieber hier. Jetzt komm, Mama wartet mit dem Essen. Eben, kennst doch Mutter. Die wirft immer gleich alles weg, was sie nicht kennt. Sind weg. Denk dran, wir suchen einen gelben Schnellhefter. Aber du kannst doch jetzt nicht das ganze Haus durchsuchen. Vielleicht ist ja irgendwo ein Fenster offen. Ja, die Tür da. Overbeck? Was ist? Was glotzen Sie so? Haben Sie gebadet? Das war dienstlich. Ich schau mal, ob ich irgendwo ein Handtuch finde. Hm? Ich brauche kein Handtuch. Ach ja? Haben Sie mir in den Spiegel geguckt? Das geht Sie nichts an. Das sind polizeiliche Ermittlungen. Alex! Komm rein. Ins Wasser? Ins Haus. Ach so. Thank you.
War ziemlich knapp. Mensch, geh auf meine Nerven, echt. Wieso denn? Das Versteck war doch prima. Mensch, Alex. Was hast du denn da? Tja. Sie können wieder rauskommen. Recht in der Annahme, dass Sie die Zeugenprotokolle nicht dabei haben. Ein Gewitter. Ganz unerwartet. Ah ja. Neun Namen. Lönse, Homrich. Sind das Personen? Nein, das sind alles Dörfer und alle hier in der Nähe. Was heißt Haarliste? Hallo Kurt, wie geht's? Sie wünschen. Kennst du mich nicht mehr? Alex Holtkamp, viertes Semester Jura, die gerichtliche Kontrolldichte im deutschen Verwaltungsrecht. Ich verstehe nicht recht. Du wolltest mir damals die Lösung verkaufen. Alex Hollmann. Holtkamp. Wer sind Sie? Georg Wilsberg, Privatdetektiv. Es geht um Ihr Mandat in Havigswinkel. Ah, dann kommen Sie mal rein. Leonie, machst du uns mal drei Kaffee? Also, Sie kennen Oliver Brandstätter? Ja, natürlich. Kommen ja beide aus demselben Dorf. Haben Sie ihm auch Klausuren verkauft? Oliver hat nie Jura studiert. Aber er hatte Interesse an dieser Liste hier. Woher haben Sie die? Aus dem Badezimmer. Wie? Naja. Es sind 9 Ortsnamen. Meinetwegen. Sagen Ihnen nichts? Nein. Und Haarliste. Auch kein Begriff. Also, woher soll ich wissen, was... Herr Rahn, wenn Ihnen nicht gleich deutlich mehr einfällt, dann werden alle Einwohner von Havigswinkel heute noch erfahren, dass Ihr Anwalt doppeltes Spiel spielt. Dass er mit der Gegenseite kooperiert, was man Parteiverrat nennt und weswegen man seine Zulassung verlieren kann. Diese Liste ist von Hans Habich. Es gibt seit längerer Zeit Gerüchte, dass bei der MKW irgendetwas nicht stimmt. Bestechung, Unterschlagung. Genaueres wusste auch Habich nicht. Deshalb hat er mir den Auftrag gegeben, den Gerüchten auf den Grund zu gehen. Ich sollte versuchen, Brandstätters Vertrauen zu gewinnen. Indem Sie ihm Informationen liefern? Genau. Vertrauliche, aber nicht wirklich brisante Informationen. Wie zum Beispiel diese Liste da. Brandstätter kennt die Dörfer sowieso. Er vertritt dort überall die MKW. Ist reines Spielmaterial. Bin kein Verräter. Haben Sie was von Brandstätter erfahren? Ich denke, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Die münsterländischen Kraftwerke spielen mit offenen Karten. Auch in diesen Dörfern? Hans Habich ist wohl einem Phantom nachgejagt. Herr Rahn, vielen Dank. Ich glaub dem kein Wort. Mit den 9 Dörfern stimmt garantiert irgendwas nicht. Du meinst? Ja, genau das. Du, ich muss zurück in die Kanzlei. Gibst du das Ecki? Das ist deine Schenkungsurkunde. Bis später. Hallo?
Herr Grabowski. Wie weit sind Sie? Es läuft großartig. Sehr gut. Gerade diese Landbevölkerung, die haben wir viel zu selten im Fokus. Wann melden Sie Vollzug? Spätestens morgen. Auf Wiedersehen, Herr Grabowski. Mensch! Dein Schloss ist kaputt. Oh, hier war gerade jemand. Wer? Keine Ahnung, ein Einbrecher? Was sollen denn hier klauen? Oh, was weiß ich. Guck dir das an. Was? Der Fleck ist wieder da. Ich habe extra gute Farbe genommen. Das ist doch nicht normal. Zweimal gestrichen. Das ist kein gutes Omen. Jetzt ist er weg. Georg, dieses Haus, ich will hier nicht mehr bleiben. Dann schenk's doch gleich dieser Ulla. Dann hat sie die Hütte am Hals und jetzt beeil dich. Na dann. Glaubst du wirklich, Tante Marga wollte, dass Ulla das Haus kriegt, ja? Naja, wenn sie bis zum Schluss gepflegt hat. Ja, und die Einbrecher und der Blutfleck an der Wand, das war ja auch alles komisch. Ja. Okay. Sehr gut. Und jetzt komm endlich. Das klappt nie im Leben, Georg. Irgendwas hat er doch zu verbergen. Ja, aber ich habe keinen Rückhalt, Georg. Grabowski würde niemals erlauben, dass ich so einem Riesenkonzern ans Bein pinkel. Immer positiv denken. Los jetzt. Georg, du, wenn die Geschichte daneben geht, dann komme ich nach Sibirien. Tag. Tag. Tag, Katja, Steuerfahndung Münster. Ich möchte gern zu Herrn Brandstätter, bitte. Einen Moment, bitte. Konferenzraum 1 muss da vorne sein. Ja. Georg? Ecki, du schaffst das schon. Georg? Mensch, ich will dabei nicht stören. Wir treffen uns unten. Steuerfahndung. Ja. Und Sie möchten die Verträge einsehen zwischen der MKW und den Gemeinden? Die auf der Liste stehen, genau. Und warum? Unsere Verträge werden alle wochenlang von unseren Justiziaren geprüft. Sie entsprechen deutschem Recht, sie entsprechen EU-Recht. Ich möchte das gern so, das muss Ihnen reichen. Warten Sie bitte einen Moment, ja? Talkata. Nun, was machen die dummen Bauern? Was? Sie sind wo? Ich bin in der Zentrale der MKW. Es gibt eine Spur. Ja, haben Sie den Verstand verloren? Die MKW ist mit unser größter Steuerzahler. Sind Sie verrückt geworden, gegen die zu ermitteln? Ohne Beweise. Wenn das die Presse erfährt, wenn die Medien davon Wind bekommen, da steckt Wellen bis hoch zum Finanzministerium, Sie Vollidiot! Verlassen Sie sofort das Haus. Versorgungsverträge mit den Gemeinden aus der Region. Der kleine Ecki macht auf dicke Hose. Ich bin Steuerfahnder. Die Hose wird immer dicker. Was ist denn jetzt mit den Verträgen? Haben wir leider nicht griffbereit. Gut. Dann komme ich noch mal wieder. Allerdings mit 10 Kollegen und Durchsuchungsbefehl. Du weißt ja, was dann passiert. Das wird unangenehm. Presse, Medien, das schlägt Wellen bis zum Finanzministerium. Das ist so eine Nacht- und Nebelaktion, Ecki. Davon weiß doch kein Mensch. Lassen wir es drauf ankommen. Tag.
denke, das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ich dich einfach rausschmeißen werde. Na dann. Teigritter? Ah, Herr Grabowski. Mein Chef. Wollen Sie mich verhunepiepeln? Wieso beenden Sie einfach unser Gespräch? Auf der Stelle verlassen Sie diese Firma, sofort! Nein, die Herren sind nicht bereit zur Herausgabe des Vertrages. Mann Gottes, haben Sie nicht verstanden! Ihr Verhalten, das ist unfassbar! Das wird schärfste Konsequenzen, am allerschärfste, das garantiere ich. So ein Verhalten ist mir noch nie untergekommen, noch nie! Das ist unverschämt, respektlos und arrogant! Wenn Sie nicht sofort meiner Aufforderung nachkommen, dann brennt der Wald! Das war mein Vorgesetzter. Der duldet keine Widerworte. Herr Brandstätter, vielleicht sollten wir doch versuchen, etwas entgegenkommender zu sein. Schöne Grüße an deinen Chef, Ecki. Sag ihm, er wäre mir eine Spur zu unkontrolliert. So gut wie tot. Sehe ich anders. Tja. Sieht alles sehr seriös aus. Mensch, Alex, dafür haben wir dich nicht hergeholt. Ich kann nichts Illegales finden, wo nichts Illegales steht. Wenn Grabowski das rausfindet, bin ich geliefert. Ich habe mindestens 100 Vorschriften missachtet. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Deals laufen im Grunde alle ganz einfach ab. Ein Bauer aus dem Dorf verkauft den Strom aus seiner Biogasanlage an die MKW. Zum Ausgleich etwaiger Lieferengpässe kauft die MKW Land in der Gemeinde und baut dort ein Windkraftwerk. Und wenn der Bauer nicht verkaufen will, sondern lieber sein Dorf beliefern möchte? Dann baut die MKW kein Windkraftwerk. Und der Bauer muss sterben. Oh Mensch, das macht euch doch nicht lächerlich. Ein Stromkonzern beschäftigt doch keine Killer. Das sind Geschäftsleute, die regeln alles haarklein. Hier zum Beispiel Leistungsmerkmale. Generell werden Windradtypen mit einem Rotordurchmesser von 43 Metern bei einer Nabenhöhe von 77 Metern auf dem erworbenen Grund. Alex, hör auf, ich brauche kein Windrad. Ich brauche einen Verhandlungserfolg. Mensch, Jackie, ich verstehe dich ja. Aber na, das ist jetzt ein Ding. Was denn? Ja, habt ihr mal die Unterschriften verglichen? Das ist überall Oliver Brandstätter. Und? Und beglaubigt als Notar hat alles unser Freund und Anwalt Kodran. Und für die Dörfer hat immer Edwin Lauchs unterschrieben. Er ist doch nur Bürgermeister von Havigswinkel. Er hat als Geschäftsführer von einem Netzwerk unterschrieben. EFA, Energie für alle. Naja, klingt legal. Leute, das stinkt doch. Immer dieselben drei Unterschriften? Von diesen Verträgen gibt es Zweitausfertigungen. Da müssen wir ran. Moment mal, du willst doch nicht etwa im Ernst? Na, willst du etwa nach Sibirien? Steuerfahndung. Ja, es geht um den Vertrag ihres Dorfes mit der MKW. Komisch, da war das schon vor 3-4 Stunden einer hier. Wer? Ein Herr von der MKW. Wegen irgendeiner Überprüfung in der Rechtsabteilung. Der hat den Vertrag mitgenommen. Meinst du, das war Zufall? Nächste Dorf ist Rentrup. Vor einer halben Stunde. Ja. Zur Überprüfung in der Rechtsabteilung. Da sammelt jemand alle Verträge ein. Und wir sind zu spät. Sag mal, bei dieser Liste fällt dir da nichts auf? Dörfer halt. Ja, aber ein Dorf fehlt. Havigswinkel. Denen das mit der Liste zu erzählen? Aber die glauben mir doch, dass das Zeug wertlos ist. Ja, und was denn nicht? Was denkst du, was das für eine Scheißarbeit war, die ganzen Verträge zu sammeln? Jetzt bist du es, der die Nerven brennt, ja? Vielleicht hat er auch einen Grund dazu. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Hab ich war ein harter Knochen.
Der hätte nie an euch verkauft. Seine Witwe schon eher. Ja, und? Warst du in der Nacht in dem Haus, Oliver? Hast du Habig dahin bestellt, damit er vielleicht einen kleinen Unfall hat? Ha? Du mieser kleiner Scheißer, was wärst du denn ohne mich, ha? Ein armseliger Bürgermeister in irgendeinem armseligen Kaffee! Entschuldigung, die Störung. Steuerfahndung Münster. Was willst denn du hier, Tarkata? Einsicht in die Verträge. Was sind für Verträge? Diese Verträge. Dazu hast du kein Recht. Doch habe ich. Paragraph 11 Absatz 2 Steuerverordnung 2012. Nach Auswertung bekommen Sie die Unterlagen zurück. Vielen Dank, dass Sie uns die Arbeit abgenommen haben. Ach, soll ich deinen Papa anrufen, damit er dir wieder aus der Patsche hilft? Paragraph 11 Absatz 2. Gibt's den überhaupt? Keine Ahnung. Also, was steht drin? Das ist schwer zu sagen. Wie schwer zu sagen? Na, was glaubst du, was da drin steht? Hiermit beschließen beide Parteien, Steuern in Millionenhöhe zu hinterziehen? Ja, nein, aber vielleicht sowas Ähnliches in die Richtung vielleicht. Das ist der Vertrag des Bürgermeisters, Paragraph 16. Verpflichtet sich die MKW für den Erwerb des Geländes zur Errichtung eines Windparks zur Zahlung von 36 Euro pro Quadratmeter, ja, und? Das ist der Vertrag der MKW, wieder Paragraph 16. Verpflichtet sich die MKW zur Zahlung von 48 Euro pro Quadratmeter. Zwei verschiedene Kaufpreise. Die MKW zahlt 48. Bei den Dörfern kommen aber nur 36 an. 12 Euro Unterschied macht bei 5 Hektar Land? Rund 600.000 Euro. Und bei mindestens 9 Dörfern? Über 5 Millionen. Brandstätter ist Regionalmanager. Die MKW vertraut ihm, der kann das alles problemlos steuern. Und keiner kriegt's mit. Sind ja alles scheinbar wasserdichte Verträge. Tja, und ist euch mal aufgefallen, was es auf meinem verdammten Acker ohne Ende gibt? Wind. Aber du hast es mir versprochen. Aber im Moment geht es eben nicht. Du hast mich nur benutzt. Du hast mich nur benutzt. Brandstätter. Na, dann geh doch zu deiner Schlampe. Ja, geh doch. Du bist krank. Hallo, Ulla. Was ist? Wir kommen wegen dem Geheimnis. Welches Geheimnis? Das Geheimnis von Tante Maras Haus. Ich weiß von keinem Geheimnis. Aber wir... Dürfen wir reinkommen? Gibt's was zu feiern? Wieso? Wegen des Rotweins. Das ist Erdbeerwein. Sehr bekömmlich. Eckart Thalkötters Tante bekam jeden Tag ihr Gläschen. Ich weiß. Von mir gebracht, weil du warst ja nicht da. Und gibt's was zu feiern wegen des Erdbeerweins? Nein. Mit wem sollte ich denn was feiern? Oliver Brandstätter. Ja, zum Beispiel den Kaufvertrag von meinem Acker. Das ist jetzt mein Acker, Eckart Thalkötter. Mein Acker. Ja, es wird wohl auch ein Acker bleiben. Oliver Brandstätter wird da kein Windkraftwerk bauen. Er hat's mir versprochen. Er hat gesagt, alles wäre klar. Und vorher solltest du Habich noch davon überzeugen, seine Biogasanlage zu verkaufen? Naja, zureden sollte ich ihm. Zureden? Und dann die Treppe unterstoßen? Hat Brandstätter dabei geholfen? Sie sind ein böser alter Mann. Naja. Oliver ist von Herzen gut.
All die Jahre, wo Tante Margarete nur noch im Bett liegen konnte, da ist er oft gekommen und hat Blumen gebracht. Und Margarete hat ja nicht mehr viel mitgekriegt, aber wenn sie ihn gesehen hat, dann hat sie immer gelächelt. Hat er ihr auch diese Kette geschenkt? Ich hab sie im Haus gefunden und am Dach. Manchmal, wenn er gekommen ist, also zu Margarete, und wir uns gesehen haben, dann haben wir uns auch öfter gestritten. Letzte Woche, glaube ich, da habe ich ihm diese Kette vom Hals gerissen. Vor Wut. Warum immer dieser Streit? Weil Oliver Brandstätter eine andere liebt? Oliver liebt immer nur die, die ihm gerade nützlich sind. Tschüss, Ulla. Herr Frau Habig, entschuldigen Sie die Störung. Ist Oliver Brandstätter bei Ihnen? Oliver? Nein, wieso? Weil Sie eine Affäre mit ihm haben. Ich? Sind Sie verrückt? Frau Habig, wir haben Sie gesehen. Neulich auf dem Hof beim Abschied. Er war hier, um mir sein Beileid auszusprechen. Und ja, wir hatten eine Affäre vor 5 Jahren. Das war, bevor ich Hans geheiratet habe. Die Biogasanlage, werden Sie die verkaufen? Aber nicht, weil ich Oliver kenne. Ich war auf der Bank. Die Anlage hat 2 Millionen gekostet. Und wenn ihr nicht bald Geld einbringt, dann bin ich ruiniert. Was wollte Ihr Mann eigentlich in dem Haus von Margarete Schumacher? Er bekam spät nachts noch einen Anruf. Er hat gesagt, dass er gleich wieder zurückkommt. Sagen Sie mal, Sie zwei. Sie sind nicht von der Steuerfahndung, oder? Nein. Doch. Sie sollten jetzt besser gehen. Wie peinlich. Wieso? War jemand nackt? Millionen? Mindestens. Ein interner Betrug bei den Stromwerken? Ja. Sauladen. Habe ich schon immer gesagt. Sicher, Herr Grabowski. Aber wo ist das Geld denn jetzt? Das muss ich noch ermitteln. Was denn? Die 5 Millionen sind gar nicht da? Nein. Ja, verdammt, dann suchen Sie die. Ja, worauf warten Sie noch? Kriminelle Vereinigung? Oliver Brandstätter hat seine Firma systematisch betrogen. Aha. Und dem kam Habig auf die Schliche? Na, vielleicht. Na klar, 5 Millionen, das ist ein Motiv. Aber dass der Bürgermeister damit drinsteckt, das hättest du uns auch früher sagen können. Ich wollte deinen Ermittlungen nicht vorgreifen. Ach, Oberbeck. Lassen Sie mich los. Ich bräuchte eine Untersuchung im Labor. Sie haben doch den Schuss nicht gehört. Ich will wissen, was das rote Zeug ist. Und warum zum Teufel sollte ich Ihnen helfen? Weil ich dann die Geschichte mit dem Swimmingpool nicht weitererzähle. Verschiedene Kaufpreise? Davon weiß ich gar nichts. Müssen Sie aber. Sie haben die Verträge unterschrieben. Frau Kommissarin, unser Netzwerk wurde gegründet, um die Gemeinden systematisch zu betrügen. Nein, nein! Ich wollte wirklich Gutes tun. Aber dann kam Brandstätter auf die Idee, wie wir damit Millionen machen können. Edwin, was ist hier los? Kurt Rahn, unser Anwalt. Ach, und der Herr Anwalt, der stellt sich jetzt freiwillig? Hast du was erzählt? Alles. Mir fehlt nur noch der Verbleib des Geldes. Wo sind denn die Millionen, hm? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Na, ehrlich, ich habe keine Ahnung. Oliver hat es. Er hat immer gesagt, das Geld ist sicher. Ja, stimmt. Wir haben Brandstätter immer vertraut. Mhm. Und? Wo ist er denn jetzt, der Herr Brandstätter?
38 Jahre war ich hier auf diesem Polizeiposten. 38? Ja. Mein größter Fall war eine Einbruchsserie damals in den 90ern. Der Schaden war so um die 7000 Mark. Und jetzt kommst du. Mit 5 Millionen. Mit über 5 Millionen. Das Geld ist uns eigentlich scheißegal. Wir sind von der Mordkommission. Aber das ist doch Wahnsinn. Also, der Betrug, ja, aber ich habe doch niemanden umgebracht. Das werden wir noch sehen. Ich bin unschuldig. Ich habe Hans Habich nicht getötet. Das ist polizeiintern, das darf ich nicht rausgeben. Swimmingpool. Aber ich kann natürlich daraus zitieren. Eckis Erbtante vergiftet. Arsen. Und? Altersschwäche? Arsen. Woher weiß der Typ das schon wieder? Das war doch nur ein Stück Tapete. Guten Abend, Ulla. Oh Gott, Charlotte. Habe ich dich erschreckt? Ein wenig. Ich dachte mal, du bist eine mutige Frau. Bin ich auch. Normalerweise. Und jetzt nicht? Doch, sicher. Auf alle Fälle. Schön, dass du kommen konntest. Ich habe nicht viel Zeit. Also, was ist das für ein Geheimnis, das du mir unbedingt verraten musst? Du musst verkaufen. Was? Die Anlage. Und wieso? Weil Hans es so gewollt hat. Er hat sich's anders überlegt. Niemals. Doch. Kurz vor seinem Tod. Er stand da, wo du jetzt stehst, und er sagte, ich werde verkaufen. Das hat er nie gesagt. Hat er aber. Ich hab's doch selbst gehört. Es war sozusagen sein letzter Wille. Hans wäre eher gestorben, bevor er verkauft hätte. Du warst es. Du hast ihn die Treppe runtergestoßen. Bist du verrückt? Wie kommst du denn darauf? Du hast ihn umgebracht. Warte! Ich habe ihn nicht umgebracht. Er wollte verkaufen, hör zu. Er wollte verkaufen. Lüge ihn!
Die Frau ist gestolpert. Ich wollte ihr nur helfen. Und was war mit Hans Habich? Woher soll ich das wissen? Vielleicht auch gestolpert? Hier. Haben wir im Schlafzimmer gefunden. Das gehört mir nicht. Arsen. Sie haben die alte Frau Schumacher vergiftet? Warum? Weil ihnen die Pflege zu viel geworden ist? Weil sie endlich an das Erbe wollten? Weil ihnen Brandstätter viel Geld versprochen hat für den Acker, wenn da ein Windpark gebaut wird? Ach, die Frau lag tot im Bett, so war das. Einfach gestorben ist sie. Das hätte ihnen ja auch jeder geglaubt, bis dann plötzlich Ecki auftauchte. Den wollen sie vertreiben mit diesem Spuk an der Tapete. Leider haben sie dazu ihren vergifteten Wein benutzt. Ich hab doch keinen Giftwein. Haben sie doch. Nein, der Giftwein, der ist nämlich... Da musst du wohl was verwechselt haben, Ulla. Die Flaschen rechts oder die Flaschen links? Mensch hat mich je geliebt. Alle haben mich immer nur schikaniert und benutzt. Auch deine Tante. Nichts konnte man der recht machen. Immer nur Beschimpfungen, Beleidigungen. Genauso Hans Habich. Hinkfuß, hat er gesagt. Halt deinen Mund, du Hinkfuß. Hab ich ihn geschubst? Schnick, schnick. Herzlichen Glückwunsch. Wozu? Die Bruchbude gehört wieder dir. Ach Quatsch, die habe ich dir doch geschenkt. Du hast vergessen zu unterschreiben. Das Haus macht nur Ärger, Stress und Kosten. Ich will nichts mehr haben. Ja. Guck's dir doch an. Alles kaputt. Marode. Lass uns zurückfahren nach Münster. Ach, Münster, da auch Grabowski und wir seine. Wenn Hans heute hier sein könnte. Ich bin mir sicher, er wäre sehr, sehr stolz auf uns. Denn dass wir hier in Havigs Winkel unseren eigenen Strom produzieren, in unserem eigenen Netz, davon hat er immer geträumt. Nur, dass die MKW wirklich all unsere Forderungen erfüllt, das hätte selbst Hans sich nicht träumen lassen. Eine Windkraftanlage bekommen wir nicht, aber ich habe mir sagen lassen, die hätten wir auch gar nicht gebraucht. Wichtig ist jetzt nur, Havigs Winkel ist autonom. Und das haben wir auch zum großen Teil der Steuerfahndung Münster zu verdanken, deren Leiter, Herr Grabowski, maßgeblich an der Aufklärung der kriminellen Vorfälle beteiligt gewesen ist. Und deshalb möchte ich Herrn Grabowski jetzt bitten, unsere Anlage mit einem symbolischen Knopfdruck ans Netz gehen zu lassen. Er hat's kaputt gemacht.
Kirche hat's jetzt gekauft? Ja, Tante Marga war sehr gläubig, aber der Kaufpreis war eher symbolisch. Und du hast echt nichts dran verdient? Doch, na klar, nach Abzug der Steuern 825 Euro. Aber das meiste ist für Essen und Wein draufgegangen. Ist doch super, der Partyservice, oder? Ja, Mensch. Ich hätte ja auch gern gekocht, aber so ganz ohne Strom. Ja, Georg. Aber dafür sind deine Kerzen sehr romantisch. Hey. Ein Wunder. Oder auch nicht. I remember everything. Every man.